Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf WPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest hier zu einer weiteren Folge Omsi. Schön, dass du wieder da bist. Ja, alte gewohnte Stimme. Habt ihr euch bestimmt gewundert, war Montag, jetzt auf einmal Dennis' Stimme? Ja, also manchmal funktioniert das Ganze nicht mit dem Aufnehmen und alles sowas. Wisst ihr ja, wie das Ganze jetzt mittlerweile ja bei uns jetzt hier so ein bisschen abläuft. Nun gut, wir sind heute auf der Karte Overrad Rossrad unterwegs. Auf Wunsch von Phasus, denn der ist der Meinung, ich hatte die Karte noch nicht gezeigt. Keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht mehr, muss ich jetzt gestehen. Wir fahren das heute einfach nochmal ab hier mit dem VDL und dementsprechend haben wir hier Flutura-Reisen als Repaint gewählt. Passt ganz gut, weil Overrad Rossrad hat hier kein eigenes Repaint und dementsprechend können wir das Ganze jetzt hier nehmen. Ihr seht das, ne, wunderschön, der VDL Citea. Ja, der hat wohl noch einige Bugs und der ein oder andere moddet sich den Bus gerade so ein bisschen zurecht. Bisschen schade, dass das Ganze jetzt so ein bisschen blöd gelaufen ist mit dem VDL Citea, aber ihr wisst ja mittlerweile alle, wie das ja da zustande gekommen ist und so weiter und so fort. Ich glaube, da müssen wir uns jetzt leider Gottes nicht mehr weiter drüber uns unterhalten. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, springen wir mal rein und rüsten mal hier den VDL mal so ein bisschen auf. Und ich sehe gerade, er hat mein Lenkrad wieder nicht. Ach, ist das immer schön. So. So, dann starten wir mal die Möhre hier, würde ich sagen. VDL, ja, ist gerade sehr, sehr beliebt. Siehst du gerade aktuell richtig viele Livestreams. Ja. Jeder, der jetzt gerade livestreamt oder sowas, der zeigt den VDL. Ja. Ist natürlich ein schönes Modell, weil es halt auch mal ein neuer Bus ist, den man ja so nicht hat. Ne? Und von daher passt das Ganze. Ne? Okay, das funktioniert hier. Wundervoll. Riecht schon mal hier volle Pulle. Schade. Der Knopf, der geht auch ein bisschen, der dreht ein bisschen zu weit. Ja, ihr seht ja, normalerweise wäre der jetzt schon aus der Verankerung rausgerissen. Ja, nun gut, so ist es. So, wir legen mal die Karte rauf. 1, 2, 3, 4. Bitte, 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 bitte. Natürlich nicht. Machen wir halt ohne Verkauf. Was soll's. 4, 2, 2. 0, 3. Bestätigen. So, da haben wir Rossrad, das ist jetzt geschildert, Betriebsfahrt. Genau. Das müssen wir einmal drehen, damit wir hinten uns hinten anstellen können und dann die Fahrgäste reinlassen können. Ja, ich weiß, wir hätten jetzt natürlich die Karte jetzt hier auch nehmen können. 9691, natürlich 1805, natürlich. Warum die halt immer hier irgendwelche anderen Codes benutzen müssen, das ist super lästig. Jetzt muss ich echt wieder ins Handbuch reingucken. In die Datei wieder reingucken, um wieder rauszufinden, wo das Ganze wieder hier versteckt ist. Vehicles, VDL. Warum nimmt man sowas halt nicht einfach einheitlich, weißt du? Das wäre halt super entspannt. So, schauen wir mal hier, rot mal hier so durch. So, PIN-Code, siehe letzte Seite, PIN-Code ist, toll, 9999. So, jetzt haben wir auch die Karte drin und dann passt das Ganze jetzt. So, schön, wenn man zwei Monitore hat. Oh, komm. Fußrad im Frankenfeld. Ja, müssen wir gleich nochmal neu schildern. Nachkommen. Gut. So, Licht an. Gang rein. Und vorfahren. 9999. So, wir werden schon wieder geblendet. Nächste Haltestelle, Rüßrad im Frankenfeld. So, ich muss euch leider mal ein bisschen weg hier machen, sonst komme ich mit meinem Lenkrad hier. Da laufen sie nämlich schon alle hin. Ja,
So. So, dann können wir die Tür öffnen. Guten Hallo. Morgen. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Das ist ein Kind. Na, okay, das will er nicht. Das will er auch nicht. Hallo, ich möchte gerne Fahrkarte haben. Wer redet? Ach so, sie redet mit mir. Hallo, ich möchte gerne Fahrkarte haben. Ja, du kriegst deine Fahrkarte. Nervt mich jetzt nicht. So, jetzt kriegst du noch deine 2, 4, 6, 7. Hallo. Einmal nochmal. Guten Tag. Sah aus wie das Kind, weißt du? Weil es so direkt neben mir stand. 2, 4, 6. Danke. Einen Einzelfahrschein, bitte. So, wundervoll. Dann haben wir das Ganze auch schon. So, jetzt wollte ich aber nochmal ganz kurz hier mal Routenverlauf. Also, ihr könnt jetzt aber aussteigen, wenn ihr wieder wollt. Ja, das ist richtig. Wollen wir sie erst gar nicht mitnehmen. Sehr schön. Dann können wir jetzt die Uhrzeit vorstellen. 1, 2, 3. So, wundervoll. Jetzt drücken. Ach, das ist ja interessant. Okay. Gut, na denn. Fahren wir los, würde ich sagen. Dann lasst uns die Karte hier anschauen. Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass wir uns die schon mal angeguckt hatten. Leider ist die Karte mit einer Linie doch ein bisschen, ja, klein. Dass man die zum Beispiel nicht mal für Leitsternfahrt benutzen kann, weil ich selbst finde die Karte eigentlich sehr hübsch gestaltet. Nächste Haltestelle, Rüßrath im Frankenfeld. Schön mit Radweg hier und alles was. Wie gesagt, auf der Linie halt total hübsch gestaltet halt, ja. Aber wie gesagt, hatte auch einige Probleme, die ganze Karte zu installieren. Und man sieht es tatsächlich auch an der Performance, weil irgendwas fehlt hier, dass er hier versucht, die ganze Zeit zu laden. Aber ja. Konnte bis dato jetzt nicht finden, was hier fehlt. Guten Morgen. Hallo. Deswegen läuft es nicht ganz so perfekt. Einmal normal, bitte. So, 20, 2, 4, 6, 7. Gut, weiter geht's. Ja, diese Woche erwartet uns ja nun Tramsim. Und ja, sind wir natürlich schon mega gespannt drauf. Du bist ein Held, wirklich. Ja, und fahr. Einfach reinziehen. Ja, so Libise. So Libise. Und dann stehen bleiben, weißt du? Statt dann nochmal schnell durchzutreten oder sowas. Nein! Stehen bleiben da mitten auf der Kreuzung. Großartig. Aber ein geschultes Auge, ne, erkennt sowas natürlich sofort, die Gefahr. Dementsprechend konnte man natürlich auch ohne Probleme handeln.
So, ist ein bisschen zu früh. Haben wir aber keine Fahrgäste. Wir machen mal kurz mal die Zeit hier ein bisschen absitzen, damit wir nicht ganz so schnell sind. Ja, also wie gesagt, Oberrad, Rossrad ist eine sehr hübsche Map, aber lässt sich halt wirklich schwer installieren, weil wir hier Objekte verbaut sind, die du halt nicht so einfach findest. Ja, dann musst du schon wieder ein bisschen mehr auf die Suche. Und das natürlich dann für eine Linie ist natürlich dann, ja, wo ich mir so denke, so, ah, ist denn doch ein bisschen viel Aufwand. Aber naja, gut, kann man jetzt nicht ändern. Ich finde aber, dass sich das dann tatsächlich gelohnt hat für diese Linie. Wie gesagt, 422 gibt es hier nur. Ja. Nächste Haltestelle, Hoffnungstal, Rathausplatz. Mehr gibt es hier leider nicht, was man hier fahren kann. Das ist natürlich schon ein bisschen schade. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob an der Karte überhaupt noch weitergearbeitet wird oder sowas. Aber wie gesagt, guckt euch da die ganze Umgebung an, ja, wie hübsch das gebaut ist. Jeden einzelnen Poller oder sowas. Ich finde es immer noch ein bisschen schade, dass. Ich würde so gerne. Bad Hügelsdorf 2020 spielen, ne? Aber die Karte, die läuft einfach so unglaublich schlecht. Aber es ist schon mega schade. Guten Tag. Nächste Haltestelle, Hoffnungstal, Schule. So. Guten Tag. Was ist denn jetzt? Halten Sie mal an, lassen wir ihn raus. Aber gar nicht. Mann, wo haben Sie denn Ihren Führerschein gemacht, junger Mann? Ja, normalerweise wäre der Autofahrer, der wäre jetzt ausgewichen oder sowas, ne? Im realen Leben wäre uns jetzt nicht in die Karre gefahren. Hoffnungstal, Wonneplatz. Ich habe eigentlich gedacht gehabt, dass ich auch schon so vorbei bin. Aber dem war nicht so. Ja, absenken ging nicht, ne? Ne, absenken ging nicht. Ja, das tut mir natürlich leid. Kann ich jetzt leider nicht ändern. Aber so ist es halt, wenn man mit Kollision spielt. Nächste Haltestelle. Hoffnungstal, Leipzig. Ja, ja. Ja, Unfall. Schön links hinten in die Karre reingefahren. Großartig. So, wollen wir hier schnell noch ein Bild machen. So. So, Leute. Ja, übrigens, vielen Dank, ja, für eure Teilnahme an der Leitsteinfahrt. Es macht halt jedes Mal wieder Spaß, eine Leitsteinfahrt hier zu machen.
freut mich immer ungemein, ne, wenn immer dann, so viele Leute dann immer kommen und dann mitfahren für uns. Das macht dann aber halt dann auch einen riesen Spaß immer. Jetzt haben wir natürlich das Problem, kaum Fahrgäste drin. Ja, auf jeden Fall, nächstes Mal ist in Grefrath. Nächste Haltestelle. In zwei Wochen. Hoffnungstal, unterste Sülz. Ja, guck mal, jetzt aber fast zwei Minuten über hier. Viel zu früh. Oh Mann. So, wenn wir mal die Zeit hier vorspulen. 1, 2. Kein Fahrgast. Das ist natürlich immer ein bisschen schade, ja. Aber so stellt man sich das tatsächlich wirklich auf dem Dorf vor, ja. Hoffnungstal, Limbach. Dass halt kaum einer mit der Öffentlichkeit fährt, da, ja. Mit der Öffentlichkeit übrigens, ja. Mit den ÖPNVs, so. Nächste Haltestelle. Unter Eschbach, Unteraum. Könnt ihr mir ja mal sagen, wie das bei euch immer so auf dem Dorf denn ist? Sind die Busse rappelvoll oder sind die halt auch immer gefühlt immer nur mit 1, 2 Fahrgästen belegt und dann fährt der Bus da lang? Schreibt mir das immer gerne, weil ich persönlich kenne das halt nicht, ne? Also ist halt so, wenn man verzogen ist, Großstadt aufwächst und alles was, ne? Und schon wieder 2 Minuten. Ich soll gleich wieder vorspulen. Ja, das ist irgendwie ein bisschen schade hier. Du hast kaum Fahrgäste. Und so hatte ich sie auch damals in Erinnerung gehabt, dass du halt kaum Fahrgäste hast. Nächste Haltestelle. Unter Eschbach, Polizei. Unter Eschbach, Polizei. Da hätte ich Phase jetzt wieder drüber gefreut. Schön. Unfall. Hätten wir wieder eintragen müssen bei uns. Aber sowas passiert mir dann meistens immer nur im Let's Play, nie im Livestream, zu seinen größten Ärgernis. Aber naja, so geht das. Bitte der Spur einordnen. Und auch hier keiner, einer. Das ist natürlich schade. Stelle unter Eschbach, Bundesautobahnbrücke. Ja. So schaut's aus, alles hier. Mm-mm.
Ja. Wie gesagt, jetzt am Donnerstag, ne? Müsste Gramsum kommen. Bin mal gespannt. Wir werden denn spätestens am. Vergessen mein Logo hier abspielen zu lassen. Schande. Wie gesagt, wir werden Freitag denn den Livestream dann zu Tramsum machen. Vielleicht schaffen wir es auch schon am Donnerstag. Muss ich mal gucken. Donnerstag und Freitag. Ja, zum Release wäre halt schon schön, wenn man da irgendwie dann was zeigen könnte. Und da könnt ihr euch dann da zum Beispiel dann hinsetzen, vielleicht, falls ihr Fragen habt oder irgendwie sowas, dann müssen wir mal gucken, wie wir es dann machen. Morgen. So, morgen. Grüß dich. Ja, immerhin zwei Fahrgäste hier. Auf der belebten Linie 422. Nächste Haltestelle, immer Keppel. Wollte gerade sagen, darfst du nicht vergessen, wieder reinzuziehen hier. Boah, ich habe gedacht, das Kind läuft jetzt rüber. Das hätte ich nicht mehr geschafft jetzt. Und du ziehst jetzt raus, ne? Und nein, du denkst mit, das ist ja fantastisch. Oberaul. Naja, denn. Schauen wir mal noch vor denen. So, wir sind doch gleich da. 350 Meter spielende Kinder. Ja, ja, rote Ampeln. Das ist genauso Fluch und Segen. Nächste Haltestelle. Immerkeppel. Kirche. Das ist immer auch immer schwierig, wenn gerade bei OMSI hier zum Beispiel so eine Straße halt so verengt ist, wo halt wirklich die Autos sich da so ein bisschen durchlassen müssen und alles sowas, ja. Das kann OMSI halt nicht umsetzen, weil OMSI denkt halt nicht so weit mit. Ja, dass du zum Beispiel mal so ein bisschen vorsichtig, ein bisschen vorsichtiger ist, wenn da zum Beispiel Busse fahren oder sowas. Das kann OMSI natürlich nicht einschätzen. Die normale Realität sieht natürlich deutlich anders aus. Ja, da wirst du eigentlich schon von vielen durchgelassen. Es gibt immer so wieder den einen oder den anderen, ja, der sich dann halt immer querstellt und sich immer so denkt, so, ach, ist ja bloß ein Bus, weißt du, da muss ich überhaupt nicht. Ja, die Kollegen hast du halt, ne? Aber sonst im Großteil sind die eigentlich, die Autofahrer, in der Realität schon, sag ich mal, ja, zuvorkommend und lassen den Busfahrer schon fahren, ja. Außer, wie gesagt, halt bei OMSI, da geht es halt natürlich irgendwie nicht, weil das halt ja eine KI ist. Ne? Denkt natürlich nicht wie ein Mensch. Und da kommt natürlich dann sowas zustande, denn dass du hier zum Beispiel so einen schönen Unfall baust hier. Ja? Wo du dir rufst und denkst so, boah, ey, das darf nicht wahr sein. Aber naja. So ist es, Leute. Nächste Haltestelle. Immerkeppel. Haus Tal. So, das ist dann auch die Endhaltestelle. Das ist dann also die Karte Overath-Rössrath. Wie gesagt, schöne Linie eigentlich.
mit wenig Fahrgästen. Es ist schon ein bisschen sehr einsam hier. Als Busfahrer würde ich mich hier wahrscheinlich nicht wohlfühlen. Wenn du hier immer nur so 3-4 Leute kutschierst oder sowas, macht das halt relativ wenig Spaß. So, wundervoll. Gut, damit würde ich sagen, verabschiede ich mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart und freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid, wieder einschaltet und mit mir hier wieder eine Fahrt hier gemeinsam genießt hier in OMSI. Würde mich freuen über ein Like, über einen Kommentar von euch und sonst könnt ihr mir gerne mal eure Meinung dazu schreiben, was ihr so von der Karte Overrad Rossrad haltet oder habt ihr sie vielleicht schon mal selbst gespielt, denn wie gesagt, nutzt da gerne die Kommentarfunktion. Ich verabschiede mich, bedanke mich, dass du dabei warst und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.